auf unserem Nidomapo-Campingplatz angekommen und haben ja auch schon die ersten Besucher. Nachdem wir gerade eine Couscous-Party mit den Spatzen gefeiert haben, läuft hier jetzt so ein hungriger Erpel rum. So sieht übrigens der Campingplatz aus. Wir sind direkt am See. Wie heißt denn der See nochmal? Lago Maggiore, ne? Ich bin mir nicht ganz sicher. Meine ja. Wir wissen wie immer gut Bescheid. Gott sei Dank hat es aufgehört zu regnen. Komm. Hier neben. Der Fein. Wir wollen jetzt das erste Mal unsere Füßchen in den See halten. Mal sehen, wie warm es heute ist. Wahrscheinlich um die Uhrzeit nicht mehr besonders. Oh, ist das kalt. Oh mein Gott, das ist mega kalt. Echt? Ach, für die Enten ist das nicht so kalt. Oh, ist das kalt. Guten Morgen, Lago Maggiore. Schön, dass wir wieder mit Sonne begrüßt werden. Es ist auch schön warm, ich glaube so um die 20 Grad bestimmt schon. Und jetzt Frühstück. Und anschließend wollen wir zum Valle Versasca fahren. Und vorher müssen wir den Kleinen da oben erst nochmal wach kriegen, der ist völlig fertig. Der geht hier immer so spät ins Bett und schläft dann gerne bis sonst wann. Aber wir müssen ja schon um, das heißt schon 10.30 Uhr müssen wir ja heute, glaube ich, vom Platz runter. Guten Appetit, ihr beiden. Dankeschön, guten Appetit. So lässt sich's aushalten, ne? So lässt sich's aushalten. Ich muss ein bisschen weiter wegwerfen, ich glaube, die haben zu doll Angst. Ich zeige euch noch mal kurz den Campingplatz. Hier vorne, wenn man reinkommt, ist die Rezeption. Und direkt nebenan in dem kleinen Gebäude, ich gehe da mal eben rum. Ach, hier ist sogar ein Briefkasten, das ist ja super. Hier ist ein Restaurant. Hier an der Seite gibt es auch abends noch Eis in Waffeln zu holen. Und hier gibt es auch einen Shop, wo man eigentlich alles bekommt, was man braucht. Und hier in der Mitte gibt es überall so kleine gelbe Häuschen. Da gibt es Toiletten drin, Duschen, Waschräume, also zum Geschirr abwaschen. Und was wirklich auch ganz schön ist, hier gibt es bei den Toiletten so kleine Sitzdinger, kann man sich auf die Toilette legen. Und für die Wassersportinteressierten gibt es hier auch die Möglichkeit, sich dieses Stand-Up-Paddling auszuleihen. So, jetzt geht die Fahrt weiter. Wie lange fahren wir denn? Was sagt das Navi? 26 Minuten bis zur Ponte di Saiti oder sowas. Nee, Ponte di Saiti, genau. In Valle Versasca ist das. Die alte Römerbrücke, genau, besser bekannt darunter. Wir quälen uns hier gerade schon wieder so eine endlos schmale Straße hoch und hoffen einfach mal, dass wir nicht schon wieder Gegenverkehr bekommen. Skandal, ach du Scheiße, jetzt wird es hier richtig voll. Ja, übrigens, so ist die Aussicht dann im Ganzen. Also die Straße, die schlängelt sich hier den Berg hoch. Das ist wirklich eine Kurve nach der anderen. Der Fahrer ist hochkonzentriert und alle anderen, die können die schöne Aussicht genießen. Ja, hier kommt eine Kurve nach der anderen. Und wirklich, wirklich schmal ist es hier. Also mit dem Wohnmobil hier hoch ist jetzt kein Spaß. So, hi, wir sind gerade wenige Minuten über die Serpentinen gefahren und haben gleich schon die nächste Sehenswürdigkeit entdeckt. Wir stehen hier am Versasca-Damm, wenige Kilometer über dem Lago Maggiore. Das ist ein Bogendamm, ja, habe ich gerade noch gelernt. 220 Meter hoch,
Und kann ich es ja mal umdrehen, dann sieht man ihn auch ein bisschen besser. Genau, 1960 erbaut. Ja, sieht schon spannend aus. Und er bildet hier den Lago di Vergorno. Der ist 2 Kilometer vom Lago Maggiore entfernt. Na, Mäuschen, machst du auch ein Video? Ja. Fotos, ne? Das ist schon echt riesig, wenn man hier so steht. Wer jetzt hier so richtig Bock hat, sich 220 Meter in die Tiefe zu stürzen, der kann das hier tun. Und zwar direkt an dieser Stelle. Und da geht es richtig schön tief hinab. Weiterfahren, weil wir absolut keinen Parkplatz bekommen haben. Die grüne Echse, ja, cool. Und hier kann man überall schön baden gehen. Sind wir jetzt durchs Gestrüpp gekommen und haben uns jetzt hier auf diesem kleinen Stein direkt am Wasser niedergelassen. Und ja, mal gucken, ob wir da so reingehen. Sieht die Strömung sehr stark aus. Hi. So, hat lange gedauert, aber wir haben jetzt Gott sei Dank noch einen Parkplatz gefunden hier an der Ponte di Ceti, die alte Römerbrücke. Es ist total schön hier und so ganz viel Zeit haben wir gar nicht, weil wir auch bald wieder los müssen, deswegen gucken wir uns das jetzt mal an. Genau, wir waren nämlich vorher schon 2 Stunden an einer anderen Stelle und sind jetzt hier nochmal zurückgefahren in der Hoffnung, dass jetzt was frei ist und hatten Glück. Nein, da darfst du noch nicht runterspringen. Wollte unbedingt hier über diese ganzen Felsen rüberklettern. Vorsicht! Das ist ein Spaß, ne? Aber nicht da ganz hoch, Mäusel. Nee. Guck mal, hier kannst du auch ins Wasser. Junior möchte unbedingt in das arschkalte Wasser gehen. Und mein Mann hat irgendwie nicht ganz so viel Lust.